Wir machen eine Bootsfahrt und zwar zur Nervenheilanstalt in der City und gucken mal, was Garrett bzw. uns da so erwartet. Kapitel 5, die Verlassenen. Jetzt fangen wir natürlich die Folge erstmal schön mit dem Ladevorgang an. Tut mir leid, das war so nicht geplant, ich hätte beim letzten Mal vielleicht noch machen können. Ah, ah, nee, geht aber. Kannst losgehen? Ich weiß wieder, warum ich Boote hasse. Ja? Schwimmen hasse ich noch viel mehr, also steig ein. Nein, ich rudere. Du ruderst ungefähr so gut, wie ich tanze. Klar. Etwas Bewegung wird dir gut tun. So, und dank dem General war die Flucht aus der Festung äußerst knapp. Meine Hand ist der beste Beweis dafür. Ja, und jetzt haben wir den Urkraftstein im Tresor gefunden. In der letzten Hauptmission. Und Aaron hat gesagt, wir sollen zur Heilanstalt von Moira gehen. Da werden wir jetzt sein. Warum zuckelt das Boot so komisch? Sieht etwas eigenartig aus. Und was hat Aaron jetzt mit Moira zu tun? Glaubst du an Geister? Hä? Geister. Also die Toten kommen zurück als Heimsuchung. Als Strafe. Du glaubst, Aaron sucht dich heim? Ich weiß nicht, vielleicht. Ich erinnere mich an ein Ritual. Irgendeine Explosion. Aaron starb. Das vergesse ich nie. Und alles andere ist weg. Ach komm schon, Garrett. Du hättest das Mädchen niemals in Gefahr gebracht. Das war sie doch mit Sicherheit selbst. Die Antwort ist hier irgendwo. Das spüre ich. Es ist seltsam ruhig geworden seit dem Aufstand hier. Patienten konnten fliehen. Ein paar Boote kamen rein. Nichts kam heraus. Garrett, ich weiß nicht, was du da drin finden willst, aber sei vorsichtig. Werd nicht selbst ein Geist. Ich war schon immer ein Geist. Erbe die Lebendart. Ist lange her, dass diese Insel einen guten Ruf hatte. Na also. Erreiche das Gelände der Heilanstalt. Ja, hier sieht es schon mal sehr einladend aus, jedenfalls. Wie in so einem alten Horrorfilm, auch mit dem Leuchtturm und so. Shutter Island. Erinnert mich das gerade ganz stark dran. Starker Film, wer den nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nachholen. Kann ich nur empfehlen. Beware Escapees, also Vorsicht vor Entflohenen. Kann ich nur nirgendwo hoch erstmal hier. Speichern kann ich aber auf jeden Fall. Das sieht, ja. Nicht so cool aus. Ich wollte jetzt eigentlich hier keinen Outlast draus machen. Nicht einfach hier die Tür zumachen, bitte. Okay, den Friedhof haben sie auch hier. Boah. Ich schleich mal lieber. Das ist mir etwas sicherer, glaube ich. Also, Basso hat gesagt, es kommen noch Boote rein, aber keine mehr raus. Das heißt, es kann durchaus sein, dass hier noch irgendwer da ist. Die dann auch hier geblieben sind. Die Frage ist nur, wie lebendig die noch sind. Das ist eine Statue, wahrscheinlich von irgendeinem der Barone. Oder vielleicht sogar von dem Baron. Und hier ist der Friedhof. Okay, aber hier ist kein Reigen und nicht ein Helm. Klettern wir mal hoch.
Betritt die Heilanstalt. Okay. Ist alles noch sehr straightforward hier. Moira Asylum. For the mentally insane. Also für die geistig Kranken. Edwina Moira. Hers was the dream the Baron brought to life. Also ihr war der Traum, den der Baron zum Leben erbracht hat. Gucken wir uns mal hier um, hier draußen glitzert es schon. Und die Atmosphäre hier ist echt gruselig. Ja, erstmal das Schild abschrauben. Guter Fund. Das habe ich bei ein paar Sachen schon vergessen, also da muss ich immer nochmal das auf jeden Fall nachholen. Sie hatte den Traum, den der Baron zum Leben erweckte. Ja, das hat man gerade schon quasi gehört mit meiner kruden Übersetzung. Aber da weiß man noch nicht wirklich, wer das ist. Das könnte sich vielleicht das in der Mission jetzt ergeben. Dass irgendwie hier eine Frau von einem der vorherigen Barone war oder so. Könnte ich mir gut vorstellen, sowas. Alter. Alter Vater. Ihr wisst ja, dass ich sowas unheimlich gerne mag. Quasi genau mein Ding, solche Horrorkacke hier. Ich meine, irgendwo gehört es ja zu Steve auch dazu, aber... Sein muss es trotzdem nicht. Okay, ein Glas habe ich noch dabei. Ja, dann gehen wir doch mal klopfen oder so. Beziehungsweise, ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen. Von... Okay, ich werde offenbar erwartet. Ja, hoffentlich nicht. What the fuck? Was haben wir mit Tür zu machen? Ja. Du solltest nicht hier sein. Okay, sorry für den mädchenhaften Schrei. Falls Aaron hier war, sollte ich vielleicht zuerst in der Frauenabteilung suchen. Alter. Alter. Hab ich mich verjagt. Ich wusste, dass da irgendwas kommen muss, aber... Puh. Also... Patientin 63 hat Lord Abercrombie empfangen. Patientin 18 empfing ihren Gönner. Und hier reißt die Schrift dann einfach ab. Innerhalb von 5 Tagen. Boah, scheiße. Hab ich mich verjagt gerade. Die Musik trägt auch nicht unbedingt zu meiner Beruhigung jetzt bei. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Füller. Und ich habe ja nicht mal wie in Dark Project irgendwie ein Schwert, um mich zu verteidigen. Das würde ich mir jetzt gerade wieder wünschen. Oder wünsche ich mir gerade extrem wieder. Kann ich euch schon mal verraten. Eigentlich habe ich auch keinen Bock, hier irgendwelche Schränke aufzumachen in diesem Laden. Ich hätte doch in die Bank gehen sollen. Shit, ey. Okay. Also es geht so oder so hoch, wenn ich das richtig sehe. Boah, ich hoffe, da kommen nicht noch mehr solche Szenen. Aber ich fürchte fast schon. Okay, hier ist erstmal alles ganz chillig. Mag sein, dass ich da leicht schreckhaft bin, aber... Ihr habt nicht umsonst hier noch keine Horrorspiele von mir auf dem Kanal gesehen. Absolut kein Fan von. Ist gut, dass es hier Gold gibt. Da bin ich großer Fan von. So. Was haben wir jetzt hier?
Das können wir noch aufmachen. Okay. Men's Ward. Okay. Gucken wir mal auf die andere Seite. Aaron wird dann, wenn er bei den Frauen untergebracht sein. Oh, hier ist auch noch ein Schrank, den ich vergessen habe. Bist du geknacken? Okay. Das ist doch eher nach meinem Geschmack hier. Jetzt noch vergessen könnte, dass ich in so einer geisterhaften Heilanstalt bin. Könnte ich mich da fast dran gewöhnen. Okay, was haben wir hier? Patientin eingeliefert. 23.06.841. Oh, was war NR nochmal? Nach neuer Rechnung? Patientin 18 wurde eingeliefert. Eine junge Frau auf Anordnung des Staats und unter Bewachung. Zustand tolerabel bis schlecht. Zahlreiche Schürfwunden und Knochenbrüche. Stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ich hielt Anweisungen, sie in diesem Zustand zu halten, da sonst extreme Gewaltausbrüche zu befürchten wären. Habe sie in die Frauenabteilung verlegt, in Isolation, um sie zu beobachten und zu behandeln. Schwestern Orbermel. Patientin 18 empfing ihren Gönner. Okay, also die... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich bei Patientin 18 um Aaron handelt und sie das irgendwie überlebt hat aus der Anfangssequenz. Wer auch immer dann ihr Gönner ist. Weil ich weiß leider nicht, in welchem Jahr wir uns im Moment befinden. Das ist das Problem, was ich habe. Das mit dem Ball war cool. Boah, das ist voll schrecklich. Das ist wie in Dark Souls. Man hört seine eigenen Schritte. Und macht halt auch Lärm damit. Okay, da unten ist was. Da oben ist auch was zum Festhalten. Ich habe natürlich nicht mehr so viel Seilpfeile. Aber ich glaube, das holen wir uns trotzdem gerade. Ich glaube, das war Essen. Ha. Möchte ich jetzt echt runter? Hätte vielleicht erst nach oben gehen sollen. Ah, scheint eine Secret Area zu sein, sonst hätte es das Geräusch nicht gegeben. Neues Dokument. Geschichte 1. 10.08.689 in R. Die anderen beiden waren 842, 841. Also ist ein bisschen länger her. Wir werden mit den Augen des Autors und anhand seiner Erfahrungen jenen geheimnisvollen aller Orte erkunden. Die Heilanstalt von Moira, die für viele als Spielplatz des Schwinders, für die Gebildeten unter uns aber als Stätte der Heilung gilt. Der kindliche Baron hat den Eindruck, dieses Haus des Wohlbefindens könnte die Quelle enormer Erträge und Kreativität für jene Menschen sein, denen es dient. Okay. Das war okay, einfach so als Hinweis rum. Ah, hier ist noch was. Ein schönes Stück. Ewige Blumen. Rote Rosen verkünden wahre Liebe oder sind Auslöser eines tödlichen Duells im Morgengrauen. Ja, okay. Noch ein Taschenporträt, okay. Ja, hast du dich schon mal gelohnt, hier runter zu gehen? Vorausgesetzt, wir kommen oben auch wieder heile an. What the fuck? Garrett, was sollte das denn werden? Okay, hier sind wir wieder oben. Ne, sind wir nicht. Wir sind auch nicht ganz oben. Warum sollten hier Scheren rumliegen in einer Nervenheilanstalt? Das ist irgendwie unverantwortlich. Ich gehe erstmal nach... Hier oben fing's ja an. Boah. Die Frage ist, ob ich jetzt hier lang will oder ob ich erst die anderen Sachen erkunde. Alter. Muss das denn sein? Was ist hier gerade zersprungen? Das sind Schlösser des Barons. Was hat er mit einer Heilanstalt zu schaffen? Warum steht Garrett so schief eigentlich? Ich muss mich wohl einliefern lassen.
So, der Schlüssel zur Frauenabteilung befindet sich jetzt in meinem Schreibtisch in der Männerabteilung. Die Tänzerin hatte sich hinausgeschlichen, um mir zu stehlen und die Linguisten zu quälen. Die Linguistin, okay. Falls jemand benötigt, was nicht der Fall sein sollte, möge er während meiner Dienstzeit zu mir kommen. Dr. Statman. Freiwillig, versteht sich. Okay, also hier komme ich quasi nicht rein. Weil ich hier keinen Schlüssel habe. Ja, hier liegt schon mal jede Menge Blut, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Okay, dann checken wir erstmal den Rest hier aus. Ah, Feuerpfeil, also ich könnte irgendwas entzünden. Gehen wir erstmal nach unten. Hier irgendwas? Kann ich nichts aufmachen? Okay, schade. Obendorf auch nicht. So, was haben wir hier? Okay, auch wieder der Schlüssel benötigt. Also irgendwie hat der Baron hier scheinbar seine Finger im Spiel. Da unten ging es dann nicht weiter. Ja, genau, da kam ich eben her. Was haben wir denn hier am Start? Erstmal in die dunklen Ecken gucken. Und Füller. Schreibmaterialien. Regelung für Schreibmaterialien. Erstens. Schreibmaterialien dürfen nur unter strenger Aufsicht benutzt werden. Zweitens. Schreibmaterialien werden nur zur Verfügung gestellt, wenn der Patient einen unmittelbaren Zweck angeben kann. Drittens. Es dürfen keine Füller mit Metallfedern am Patienten ausgegeben werden. Viertens. Selbstdarstellung ist keine gültige Methode der kognitiven Therapie. Das heißt, sie dürfen nicht schreiben im Normalfall. Gucken, ob wir hier noch irgendwas anderes finden. Ja. Stimmen. Die Stimmen werden lauter. Immer wenn ich mich ihr nähere, fangen sie an und schreien. Meine Hände zittern so stark, dass ich kaum das Patientenregister unterschreiben kann. Was soll ich tun? Meine Haare, Fingernägel, Zähne, es ist, als würde ich auseinanderfallen. Ich kann nicht mehr dort hinuntergehen, ich kann so nicht weitermachen. Dr. Statman wird das verstehen. Ich erkläre ihm den Sachverhalt und werde in die Stadt zurückversetzt. Alles wieder in Ordnung, scheinbar, okay. Füller. Ich schreibe das hier mal auf, guck mal, was da drin ist. Da ist eine Ratte drin auf jeden Fall. Erstmal speichern. Okay. Alter, das Gebäude hier macht mich wahnsinnig. Sind hier welche Duschen oder so? Also atmosphärisch hätten sie das hier nicht besser hinbekommen können. Ganz ehrlich. Da haben sie nicht viel falsch gemacht. Es ist mega unheimlich hier. Alter, die Geräusche. Das könnte ja auch aus irgendeinem Horrorspiel kommen. Okay, hier ist zu, da ist auch zu. Da hinten würde ich theoretisch herkommen. Von hier. Ja. Hier ist die Teekanne. Okay. Mal auf die Karte. Okay, also hier geht es auch noch weiter. Aber ich muss eigentlich in einen ganz anderen Bereich.
Also eigentlich musste ich hier lang. Okay. Wir machen mal eine Pause, machen morgen hier an dieser Stelle weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.